letzten 16 Kilometer solo fahren kannst, dann ist das kein Zufall. Den Sieg hat er sich wirklich mit seiner Physis herausgearbeitet. Tja, und das nach 270 Kilometern, weit über 6 Stunden Fahrzeit. Alberto Bettiol, Sieg für den Italiener, Sieg für die Mannschaft Education First. Als Solist erreicht also heute den Zielstrich bei der Flandern-Rundfahrt nach 270 Kilometern. Und wie gesagt, alle anderen kämpfen hier nur noch um die Ehrenplätze. Platz 2, 3 und 4. Und da kommt nochmal Christoph.